Ich teste die Reolink Go PT Ultra. Wenn ich beim T4 unterwegs bin, habe ich mir jetzt einfach mal diese Lösung einfallen lassen. Somit bin ich wirklich mobil mit dem Teil. Und zwar, Sonne scheint. Ich habe die jetzt nur auf Holz angemacht. Das heißt, ich brauche bloß die Schrauben lösen. Und wenn ich mit dem T4 unterwegs bin, dann nehme ich das Ganze mit und stelle die in meinem T4 rein, mache das Solarpanel ab und lege es mir auf dem Dach. So dachte ich mir das. Also wie gesagt, Überwachungskamera funktioniert einwandfrei, werdet ihr sehen. Sie gibt auch Alarm, wenn jemand hier vorbeigeht. Ich habe jetzt die Sirene ausgemacht, weil ich denke mal, dass das auch nerven kann. Damit muss ich mich erstmal beschäftigen, ansonsten kriege ich sofort Bescheid, wenn hier jemand langläuft. Per Mail oder per SMS. Schon wieder Kamera alert. Also muss ich mal aus dem Bild gehen. Wie gesagt, eine SIM-Karte ist drin. Die habe ich jetzt von Netzclub. Ich habe aber noch eine von Alditalk. Die werde ich dann wechseln. Aber die von Netzclub, die hatte ich noch. Und von daher wollte ich sie auch ausprobieren. Solarpanel kann man immer ausrichten. Wenn ich dann mal hier bin, mache ich das einfach. Ja, ansonsten muss ich sagen, wirklich ganz, ganz top Qualität. Alles. Hier habe ich wieder mit dem Band festgemacht. Hier oben habe ich angeschraubt, das Solarpanel, weil man da ja doch mal ein bisschen mehr bewegen muss. Könnte. Und ansonsten ganz top. Und was bewache ich? Den hier. Ja, Dicker. Meerschweinchen ist auch noch da. Und natürlich mein Garten, ist ja klar, man kann, ich kann ja schwenken bis vorne, also ich sehe hier alles. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und wie gesagt, unbedingt die anderen Videos von der Überwachungskamera gucken, wie der Anfang ist, wie, also die Kameras, die sind beide identisch. Nur, dass die Go halt eine mobile SIM-Karte benötigt und kein WLAN. Danke, dass du hier warst.